Karl Olof Rosenius, Stern 3. Februar 1816 in Nisätra, Provinz Västerbotten, 24. Februar 1868 in Stockholm, war ein schwedischer Laienprediger und Initiator einer neuevangelischen schwedischen Erweckungsbewegung, die sich 1856 als Evangelische Vaterlandsstiftung, Evangeliska Fosterlandsstift Elsen, organisierte. Karl Olof Rosenius wurde als drittes von sieben Kindern des Pfarrers Anders Rosenius in Nisätra geboren. Nachdem er das Gymnasium in Härnös absolviert hatte, begann er 1838 das Theologiestudium an der Universität Uppsala, das er aber nach einer religiösen Krise, ausgelöst durch die Begegnung mit dem englischen Methodistenprediger George Scott, 1840 abbrach. Im selben Jahr zog er nach Stockholm und wurde Scotts Helfer. Nachdem Scott 1842 zum Verlassen Schwedens gezwungen wurde, wurde Rosenius zur Zentralgestalt einer innerkirchlichen Erweckungsbewegung, die sich 1856 in der Evangelischen Vaterlandsstiftung, Evangeliska Fosterlandsstift Elsen, organisierte. Sein wichtigstes Forum war die von ihm 1842 gegründete Zeitschrift Pietisten, der Piet ist. Er verfasste auch eine Reihe von Kirchenliedern.